Maul Herber von Bittenfeld und ich komme hier vom Gastgeber von Cybert Media. Wir haben selbst vor einigen Jahren angefangen, uns als IT-Dienstleister auf dem Weg in Richtung eines agilen Vorgehens zu bewegen. Angefangen klassisch im Bereich agiler Softwareentwicklung, was da ein Thema ist, was in den letzten Jahren einen sehr starken Vortrieb erhält. Da hat es aber nicht aufgehört, also nicht aufgehört in der Softwareentwicklung selbst, sondern es hat zunehmend auch Einfluss genommen darauf, wie wir generell unser Unternehmen organisieren. Das bedeutet beispielsweise, dass wir statt geschlossenen Strategie-Meetings mit irgendeinem Team, Management-Team, das die ganzen Entscheidungen trifft, übergegangen sind zu einem Vorgehen, wo alle Mitarbeiter die Chance haben, strategische Entwicklung des Unternehmens mit voranzubringen. Und im Rahmen dessen sind wir an viele, sagen wir, Herausforderungen gestoßen, die mit so einem Umdenken und so einem Vorgehen einhergehen. Und da ist es sehr schön, wenn man sich mit anderen Menschen austauschen kann über so ein Vorgehen. Und genau im Rahmen eines solchen Austauschs sind wir auch vor einiger Zeit mit dem Nils Flegging in Kontakt gekommen, der heute Abend einen Vortrag halten wird. Nils Flegging ist ein Managementberater und mehrfacher Buchautor. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher du mittlerweile herausgegeben hast. Drei Stück, die sich alle um diesen Themenbereich letztlich kümmern auch, wie kann man Unternehmen anders aufstellen, wie kann man Organisationen anders führen. Für heute haben wir uns ein sehr provokantes Thema ausgesucht, das aber auch ganz gut auf das passt, was wir gerade bei uns im Unternehmen durchgehen, sozusagen durchleben. Bye-bye Management, warum Management verzichtbar ist und wie agile Organisationen heute ausschauen kann. Und dazu begrüße ich Nils. Danke, Paul. Hallo. Der Paul hat gesagt, es gäbe eine provokative These. Das höre ich immer wieder, dass das provokant ist. Ich selbst finde es ja nicht provokant. Und es ist auch nicht so gedacht als Provokation. Also ist nicht mal so jetzt dahin gesagt, ja, Management ist ja irgendwie blöd, also weg mit Management. Sondern ich behaupte, das ist gesunder Menschenverstand, der uns dazu bringen sollte, wenn man, also mein Bruder ist auch so ein Software-Schrauber, wie hier viele im Raum. Wer hier ist aus der IT- und Agile-Szene irgendwie? Ah ja, genau. Also der ist einer von euch, ja. Und er sagt immer, da braucht man ja nur mal 5 Minuten drüber nachzudenken, dann weiß man ja schon, dass Projektmanagement nicht funktionieren kann. Und so, dann sagt er auch gerne immer, ja, Nils, da braucht man ja nur mal 5 Minuten drüber nachzudenken, hart drüber nachzudenken, und dann weiß man ja, dass Management auch nicht funktionieren kann. Also mit dem war das immer so einfach mit meinem Bruder. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht und wie Sie das sehen, wenn ich sage, Management ist verzichtbar. Also ich mache mal einen Test, für wen ist denn das Thema schon durch? Also wer sagt, ja, Management ist verzichtbar, können wir doch verzichten, brauchen wir nicht? Ja, das ist jetzt... Okay, so die Hinteren, die Mutigen, die hinten sitzen. Gut, okay, so 3, 4, die kenne ich, einen davon kenne ich auch schon. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, warum ich nicht finde, dass das sehr provokativ ist. Also in der Physik, da ist es, wenn man eine neue Theorie aufstellt, die gut ist, die leistungsfähiger ist als die alte, dann ist die alte Theorie hinüber. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, ich habe ein Objekt und ich lasse das jetzt los. Da passiert etwas, ihr alle wisst, was da passiert. Ja? Ich zeige es auch einmal, nur damit wir alle das gleiche Verständnis von dem Phänomen haben, das gleich zu beobachten ist. Also von dem Phänomen, um das es geht. Ich führe es einfach mal vor. Also ich lasse jetzt diesen Stift, das ist ein Objekt, das lasse ich los und da passiert, das wusste jetzt aber jeder von euch schon. Ja? Also wie heißt das Phänomen, das man da beobachten kann? Wenn ich den Stift in der Luft loslasse. Wie heißt das? Gravitation. Wer hat jetzt Gravitation erfunden? Keiner. Richtig, okay, aber gefunden. Wer hat es denn gefunden und beschrieben? Also wer hat es denn rausgefunden, dass es das gibt? Gravitation und so. Vorher hat man da so Newton, genau. Isaac Newton, der hat gelebt, jetzt war das 1750 oder sowas in der Richtung. Wer weiß das genauer? Isaac Newton, ach, da kann einer mit Internetzugang mal schnell nachgoogeln oder nach Wikipedia an. Und dann wissen wir gleich, also Newton hat das vor ein paar Jahrhunderten erfunden. Vorher gab es ja aber auch schon Gravitation. Ja, also es ist das Schöne an physikalischen Phänomenen, die sind einfach und egal, ob man das Phänomen genau erklären kann oder nicht, es ist. Es funktioniert. Also auch vor Newton schon hat der Stift oder hätte der Stift genau das Gleiche gemacht. Das ist jetzt bei sozialen Phänomenen nicht so. Soziale Phänomene entstehen oftmals erst, wenn man sie findet und auch dann entstehen sie noch nicht automatisch. Und Management ist genauso wie Gravitation. Es ist eine Theorie.
an der Stelle haben Management und Gravitation eine Gemeinsamkeit. Beides sind Theorien, aber der Unterschied ist natürlich, Management ist keine physikalische Theorie, sondern eine soziale Theorie. Man könnte auch sagen, es ist eine soziale Technologie daraus geworden. Also wenn ich über Management spreche, dann meine ich nicht, oder wenn, ich verstehe darauf, Management ist verzichtbar. Wenn ich sage, Management ist verzichtbar, meine ich damit nicht, Manager, bitte aufstehen und die werden jetzt alle erschossen und die müssen weg. Ja? Wer von euch ist Manager? Ja, also ihr werdet das Problem. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, Manager sind verzichtbar, werdet ihr das Problem. Sage ich aber nicht. Wir sagen jetzt mal, nur so als These für den Abend, Management ist verzichtbar. Also ihr Manager müsst euch nicht keine Sorgen machen, hier passiert nichts. Also wenn Management das Problem ist, und Management ist nicht Personen, sondern es ist eine Theorie, eine Sozialtheorie, eine Sozialtechnologie, dann hat das bestimmte Konsequenzen. Und die lauten nicht, dass Manager das Problem sind, sondern wo sitzt dann das Problem vermutlich? Was glaubt ihr? Sitzt auch hier. Ja? Also seid schon ihr alle. Ja? Wir alle sind dann das Problem. Es ist ganz sinnvoll, sich mal zu überlegen, was ist denn jetzt genau Management? Also bevor man anfängt, Management zu verdammen und zu verteufeln und zu sagen, das brauchen wir gar nicht mehr, ist ja verzichtbar, kann man also weglassen, gehört auf den Müllhaufen der Geschichte und so, muss man ja erstmal, also wir müssen uns erstmal gemeinsam eine Meinung bilden oder ich werde versuchen, euch ein Denkangebot zu machen, was Management ist. Bitte nicht verwechseln mit, ich will euch nicht überzeugen davon, sondern ich will euch einfach nur ein Angebot machen, wie man sich da so randenken kann an das Problem Management, das wir heute haben in Organisationen. Hier fängt die Geschichte an von Management. Also hier sieht man ein typisches Produkt aus der Zeit, in der Management geschaffen wurde. Und das ist das Industriezeitalter. Jetzt, wenn ich jetzt frage, wie heißt dieses Produkt, das man da sieht, dann weiß immer jemand im Raum, wie das Produkt heißt. Wie heißt das Produkt, das man hier sieht, dieses Auto, wie hieß das? Das Ford T-Modell. Und das Eigenartige war, es war ja nicht das erste Auto, das Ford Modell T. Autos gab es schon lange davor und ganz viele. Aber was war der Unterschied vom Modell T zu davor gegangenen, vorangehenden Autoentwicklung und Autoproduktion? Dieses hier hat man in Masse produziert. Davor wurden Autos in Manufakturbetrieben gefertigt. Also jedes Auto wurde letztlich nicht unbedingt komplett handgefertigt, aber vorwiegend handgefertigt und kundenindividuell gefertigt. Da waren dann durchaus die Autos, die produziert wurden, jedes anders als das andere. Bei Ford kam man dann auf die Idee, man könnte für die entstehenden Massenmärkte jetzt Autos ja auch in Masse produzieren und da muss man sie alle gleich machen. Also wenn der Massenmarkt existiert und wir ein Massenauto produzieren wollen, dann ist es intelligent, wenn die Autos alle gleich aussehen. Und das sieht man hier ganz schön. Bei Ford Model T, alle Ford Model Ts waren gleich. Sie waren aber auch viel, viel billiger als manufakturgefertigte Autos. Also das Model T konnte sich im Prinzip tatsächlich einen breiter Teil auch der Mittelschicht leisten. Und deswegen ist das Legende geworden. Weil Ford durch die Massenfertigung die Produktionspreise und die Kosten, also auch die Preise dann letztendlich so stark senken konnte, dass Autos zum Massenprodukt werden konnten. Genialer Schachzug. Für diese Art für Produktion und Unternehmen und Welt wurde Management erfunden. So, jetzt wer war's? Wer war der Erfinder von Management? Wer war der Newton vom Management? Frederick Taylor. Aber jetzt ist der Clou, Manager gab es ja schon vorher. Da habe ich euch jetzt, das ist jetzt ein kleines Ratespiel, also jetzt kommt der vergnügliche Rateteil des Abends. Das hier ist jetzt ein Manager des Industriezeitalters. Bevor es Management gab, gab es ja schon Manager. Das ist jetzt der Trick. Also schon vor Frederick Taylor gab es Leute, die haben ja gemanagt. Wie haben die das gemacht? So wie der Martin Seiber das wahrscheinlich in manchen Momenten auch macht. So aus dem Bauch raus. Ja? Also man managt so aus dem Bauch raus. Macht ja jeder. Aber jetzt vor Taylor gab es nichts anderes. Das hier ist der war einerseits Kind einer Unternehmerfamilie, deutscher Unternehmer. Er hat aber auch gemanagt, er war Autor, Wissenschaftler. Sehr gut. Das ist Friedrich Engels. Friedrich Engels, einer der wenigen Manager dieser Zeit, des Industriezeitalters, die noch berühmt gewesen sind. Angeblich war er auch ein Weiberheld, kann man sich jetzt auch so vorstellen, ja? Also das ist jetzt natürlich ein Bild, wo da war so, ich nehme an, so Mitte 20 ungefähr. Also schon ein attraktiver Mann und wie gesagt, aus einer wohlhabenden industriellen Familie aus welcher Stadt in Deutschland? Industriestadt, weißt du aus welcher Stadt? Engelskirchen. Engelskirchen, ist das ein Stadtteil von Wuppertal? Dann ist es richtig. Ja, also Wuppertal, so die Gegend. So, also Friedrich Engels, ein Manager. Bevor Management erfunden wurde, hat er schon gemanagt.
Ganz viele haben natürlich gemanagt im Industriezeitalter. Hier, dieser Herr hier, auch ein Europäer, aber jetzt kein Deutscher, der hat jahrzehntelang gemanagt. Im Gegensatz zu Friedrich Engels war das seine Hauptbeschäftigung während seines Lebens, hat aber auch dann sich damit beschäftigt, Management so ein Stück weit zu versachlichen und zu definieren. Wer das jetzt weiß, das ist schon dann herausragend. Wer das jetzt weiß, wer dieser Mann ist, hat jemand eine Ahnung? Franzose? Also er ist einer der Mitentwickler von Management als Sozialtechnologie. Henri Fayol. Henri Fayol hat über Jahrzehnte hinweg ein Erz- oder Minenunternehmen geführt, also durchaus mit Tausenden von Mitarbeitern, war ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer dieses Unternehmens und er hat nebenbei eben auch die Begrifflichkeiten versucht zu klassifizieren, die es so gab, die dem Manager zur Verfügung standen, die Themen, die Problembereiche. Wenn man sich das große Buch von Henri Fayol über Management durchliest, dann stehen da im Prinzip genau die gleichen Sachen drin, die heute in jedem BWL-Grundlagenwerk auch drin stehen. Die gleichen Begrifflichkeiten, ist genauso sortiert und die gleichen Probleme tauchen da auf. Henri Fayol war einer der Mitbegründer von Management. Und der echte Durchbruch für Management kam dann erst mit Frederick Taylor. Und das ist jetzt das Spannende: vor Frederick Taylor gab es halt schon relativ viele Manager in all diesen Firmen, in all diesen Industrieunternehmen des Industriezeitalters. Das waren überwiegend dann Ingenieure, die nebenbei eben Geschäftsführungs-, Geschäftsleitungs- oder irgendwelche Bereichsverantwortlichkeiten managend übernommen haben. Also überwiegend waren die Manager jener Zeit Ingenieure, die Ingenieurskunst so ein bisschen auf den Betrieb übertragen haben. Dabei kam natürlich, was für ein Bild von Organisation ist dabei entstanden? Jetzt mal. Also was hat man sich da für ein Bild gemacht von der Organisation? Wie funktioniert eine Organisation, wenn man so ein Ingenieur ist oder ein Techniker und sagt, jetzt übertragen wir das mal, was wir in der Ingenieurswissenschaft gelernt haben, auf eine Organisation? Da denken wir uns die Organisation als Maschine, ja, genau. Also man stellte sich Organisation erstmal so als Maschine vor und das war also der Zeitgeist im Bereich Management zu der Zeit. Dann kam Frederick Taylor und hat 1911 sein großes Buch über Management veröffentlicht, The Principles of Scientific Management. Und das ist jetzt super scharf, super stark. Frederick Taylor hat es tatsächlich geschafft, den Managern eine Theorie zu geben. Während Henri Fayol noch beschrieben hat, was der Manager so macht, um daraus eine Profession oder das Bild einer Profession des Managers zu entwickeln, hat Frederick Taylor es geschafft, Management sozusagen den Geist zu geben, den Geist einzuhauchen. Den gab es vorher nicht. Und jetzt, was ist der Geist von Management? Das ist nicht so trivial. Frederick Taylor war eben auch Ingenieur, ein Erfinder. Man ist sich bis heute nicht einig, ob er 40 oder 48 Patente angemeldet hat. Also er hat reichlich Patente gehabt, er war ein wirklicher Erfinder, er hat auch einen bestimmten Golfschläger entwickelt, alles Mögliche, und er hat Management entwickelt, erfunden. Darauf gab es jetzt kein Patent, damit ist er auch, na? Er ist wohlhabend wie geworden, dadurch durch seine Erfindung von Management. Wie hat ihm das zu Wohlstand oder noch zu mehr Wohlstand verholfen?